Ja, es ist wieder Freitag 10 Uhr. Wir sind wieder live und wir haben heute ein ganz tolles Thema mitgebracht. Frank, guten Morgen. Welches Ja, Thema haben wir denn heute? guten Morgen, liebe Simona. Ja, wir haben ja heute, hatten wir auch beim letzten Mal schon angeteasert, und zwar haben wir heute SEO-Tools mitgebracht. Und weil es doch sehr, sehr viele SEO-Tools gibt, auf der Welt, haben wir jetzt in einem Part, also heute, beschränken wir uns mal auf vier Tools, und zwar für den allgemeinen Check. Also so da, wo man eigentlich seine Webseite so einfach mal relativ schnell durchchecken kann und einfach mal so ein bisschen den Überblick bekommt, was bringt die Seite, wie steht die Seite und wo steht die Seite. Das ist so für heute mal unser Thema. Genau. Und eigentlich würde ich sagen, wir haben mehr auch Tools mitgebracht, die auf die Ladezeit der Webseite ausgerichtet sind. Denn Genau. die Ladezeit ist ja sehr, sehr wichtig für ein gutes Google-Ranking. Denn wenn die Webseite nicht lädt, dann ist der Benutzer frustriert und wartet gar nicht, bis die Webseite geladen hat und springt dann rechtzeitig wieder ab für sich rechtzeitig. Und Google bewertet das dann natürlich als negatives Signal. Und deshalb ist ein ganz wichtiges Kriterium natürlich die Ladezeit deiner Webseite. Und wir checken ständig und immer die Ladezeiten diversester Webseiten. Und wir benutzen dafür auch die unterschiedliche Tools, weil doch die Tools sich ein bisschen unterscheiden. Und deshalb haben wir euch heute eine kleine Auswahl mitgebracht. Genau. Du hast ja schon völlig richtig erwähnt, dass natürlich das ganze Thema Speed also extrem wichtig ist, also Geschwindigkeit. Und eben auch, das hatten wir, glaube ich, in den letzten hier Aufzeichnungen ja schon zum Thema gemacht, das ganze Thema für Mobile First, für Mobilgeräte. Und ich würde mal sagen, wir steigen mal jetzt direkt in so die Tools ein, oder? Ja, Auch mach mal, das. ich muss immer mal hin und her gucken und klicken. Genau. So, und da sind wir schon beim ersten Tool. Die einzelnen Links verlinken wir dann auch natürlich unten in den Shortnotes. Und zwar von Google gibt es direkt einen Test auf searchgoogle.com, Test Mobile Friendly, wo du jetzt wirklich sehen kannst, ob deine Webseite für mobile Geräte optimiert ist. Ich habe jetzt hier schon mal natürlich was vorbereitet und die Alsa Digital hier eingegeben. Und wir lassen jetzt diesen Test auch hier live mal laufen. Ja, da bin ich immer gespannt. Wir machen das natürlich regelmäßig und regelmäßig sehen wir da auch immer wieder noch, was wir verbessern können, beziehungsweise wir arbeiten ja selbst permanent an unserer Webseite und neue Inhalte können natürlich wieder auch neue Unzulänglichkeiten produzieren, sodass man hier ständig, ja, nacharbeiten muss und ständig prüfen sollte, wie die Genau. Seite jetzt so aufgesetzt ist. Ich hoffe Dauert auch, heute lange. dass der Live-Test. Was? Ich denke mal, die sind alle beim Black Friday Shopping im Internet und deshalb dauert es hier heute eine Weile länger. Ja, gut, das kann jetzt an verschiedenen Sachen liegen, aber also hier ist es halt doch so, dass man, wie man jetzt hier sieht, eine Information bekommt, okay, erfolgreich getestet. Und die ganze Seite ist eben jetzt hier grün und man hat jetzt erstmal wirklich so die Information, die allererste Information, okay, meine Seite ist sozusagen für mobile Geräte in Ordnung. Wenn man jetzt hier schon rot ist, dann hat man schon so das erste Problem und die erste Schwierigkeit. Und deshalb ist es halt ziemlich wichtig, dass man wirklich auch mit verschiedenen Tools die ganze Sache abtestet, weil hier ist natürlich die Google-Thematik so, okay, die Webseite ist optimiert, alles wunderbar. Na, Gut, das ja. sollte man schon haben. Jo, dann würde ich sogar schon zu dem zweiten Tool rübergehen, was eben auch sehr, sehr eng an dieser Stelle mit zusammenhängt. Und zwar ist es die bekannte, ja, nicht bekannt, bekannte Seite Page Speed Insights. Auch das ist ja letztendlich ein Tool von Google. Google. Genau. So, und deshalb ist eben auch Page Speed Insights sehr relevant, um da einfach zu schauen, wie läuft die Geschwindigkeit. Und ich würde das jetzt hier auch gerne mal analysieren, unsere Seite, dass wir da auch reinschauen. Ach so, das ging jetzt sehr flott. Das hatte ich vorhin schon in der Vorbereitung gemacht. Und hier ist es wichtig, einfach mal die Interpretation auch zu sehen.
Ich erkläre das mal eben ganz kurz. Und zwar kann man hier oben switchen zwischen Mobil und Computer. Und wir sehen, dass die Leistung im Mobilbereich hier wirklich auf grün steht. Das ist hier so dieses Core Web Vitals Bewertung. Also das ist bestanden. Die Core Web Vitals hatten wir ja auch schon erklärt, sind eben Kriterien, die Google im Moment sehr, sehr hoch wichtet. Und deshalb muss man eben auch hier schauen, wo steht man. Und wenn man halt hier die Kriterien erfüllt, ist man halt auf grün. Und wenn man die halt nicht erfüllt, ist man dann eben hier auf gelb oder im schlimmsten Fall auf rot. Wenn man auf rot ist, muss man unbedingt nacharbeiten, weil eben hier die Berechnungsgrundlage von Google eben so ist, wie sie ist. Dann kann man hier ein bisschen weiter runter scrollen und dann sieht man hier nochmal eine weitere Leistung. Die steht jetzt hier bei 77, was jetzt für Mobile noch nicht ganz so prickelnd ist. Also es kann verbessert werden. Man muss dazu natürlich sagen, dass Google hier die Leistung super streng beurteilt, also zum Teil mit 3G. Und man hier eben dann letztendlich sich versuchen sollte, weiter nach vorne zu bewegen. Aber es ist halt hier schon sehr, sehr schwierig. Und 77 ist auch schon ein Wert, der ist so schlecht nicht. Ja, und man sieht dann eben auch hier, wie die Zeiten sind. Und ich gehe dann halt noch mal ins nächste tun. Da schauen wir uns auch noch an, wegen der Interpretation dieser ganzen Sachen hier. Ne? Also da muss man einfach ins Detail gehen. Man darf sich davon jetzt auch nicht ins Boxhorn jagen lassen und sagen, oh, meine Seite ist ganz gruselig, sondern dem ist ja nicht so. Und jetzt switche ich mal hier oben noch mal um auf Computer. Und hier sehen wir, dass hier die Kriterien zum Teil sogar noch etwas strenger sind. Insbesondere bei dem CLS, also kumulativ Layout Shift, haben wir hier das Kriterium jetzt nicht ganz erreicht. Ja, deshalb angeblich nicht bestanden, wobei bei Mobile bestanden. Ne? Wie gesagt, Interpretationsfrage. Und gleichzeitig haben wir hier unten eine Leistung von vollen 100. Ja, und das finde ich halt total spannend, dass auf der einen Seite da was Rotes ist, auf der anderen Seite mit 100%. Und hier sind wir eben auch in diesen ganzen Kriterien, sind wir hier auch voll im grünen Bereich. Also wir haben hier sind hier sehr, sehr schnell. Na, und hier ist das Layout Shift, also das CLS, bei 0,001, also quasi nicht existent. Hier oben ist es bei das CLS bei 0,21. Womit das zu tun hat, bleibt im Moment noch ein bisschen ja, für uns unklar. Aber Fakt ist eben, man sollte sich nicht nur auf eine einzige Zahl verlassen, sondern man muss eben auch wirklich gucken, wo man jetzt welche Zahl herholt und wie man sie auch interpretiert. Ne? Ja, das war ja schon recht ausführlich, danke. Aber zeig doch gleich mal das nächste Tool, denn das ist ein Tool, welches ich sehr gerne mag. Das ist das GT-Metrix. Ja. Denn dieses Page Speed Insight aufgrund der schlechten Zahlen, also oder der strengen Zahlen, ist das immer manchmal so psychologisch ein bisschen deprimierend, wenn man dann immer wieder was noch eins von Google auf den Deckel kriegt und sagt, du musst immer noch mehr verbessern, da hat man dann auch irgendwann ja keine Kraft mehr dazu. Da sagst du was. Deshalb ist es ja eben total wichtig, dass man jetzt nicht sagt, ein Tool und das ist das, was alles beherrscht und auch deine Gedanken beherrscht und auch die Programmierung beherrscht. Deshalb haben wir ja auch vier Tools mitgebracht, um einfach zu zeigen, dass kein Tool die allumfassende Weisheit des Internets hat. Ja? So, und deshalb gehen wir jetzt mal noch in das nächste Tool und zwar ist das GT-Metrix. Da gehe ich jetzt hier nochmal eben rein. Und GT-Metrix hat letztendlich auch eine sehr, sehr schöne Thematik. Zum einen ist es ein kostenloses Tool. Und zum anderen kann man sich auch einen kostenlosen Account anlegen, was ich hier gemacht habe. Der kostenlose Account hat nämlich den Vorteil, dass ich mir hier bei dem ganzen Testen einen Server suchen kann, der in London steht. Wenn ich keinen Account habe, ist der Server in Sydney, verfälscht auch die Zahlen ein kleines bisschen. Lassen wir mal hier die Analyse einfach drüber laufen. Dann baut sich das jetzt eben so auf. Und wie gesagt, hier ist jetzt der Testserver, steht in London, was sehr, sehr gut ist. Ich wiederhole nochmal, ohne Account steht der Testserver in Sydney und das verfälscht natürlich dann halt so ein bisschen das Resultat. Spannend ist, dass GT-Metrix, dass man da wirklich
sehr schön sehr viele Details dann auch letztendlich sehen kann. Und ich denke mal, dadurch, dass wir jetzt hier auch online sind, haben wir hier ein bisschen Resultate, die ich eigentlich sonst nicht kenne. Normalerweise sind wir hier auf komplett grün. Deshalb würde ich das gerne einmal noch durchlaufen lassen, einfach um zu sehen, ob das jetzt an unserer Videokonferenz liegt, dass wir hier die irgendwas blockiert haben oder woran das liegt. Das ist jetzt halt live und das ist spannend. Und das Schöne bei GT-Matrix ist, dass man wirklich in die Tiefe gehen kann. Man sieht die Server-Reaktionszeiten. Man sieht aber auch, welche Elemente dafür verantwortlich sind, dass die Ladezeit so ist, wie sie ist. Genau, so ist das Resultat hier, so kenne ich das, ne? Also wir haben jetzt hier bei 97%, 95%. Hier sind wir auch im Grün und wir haben auch hier hinten den CLS auf 0. Das war jetzt auch ein schönes Beispiel, dass man nicht einfach etwas nehmen sollte und sagen sollte, boah, jetzt bin ich auf Rot, sondern auch noch ruhig einmal retesten und auch ruhig nochmal 2 Minuten Zeit vergehen lassen, 5 Minuten Zeit vergehen lassen und nochmal retesten. Und dann auch kriegt man ein gutes Gefühl über die Zeit. Also wenn man am Tag oder 2 Tage hintereinander, 3 Tage hintereinander testet, dann wird es einfach auch etwas besser, dass man einfach wirklich weiß, wo steht man. Ich erkläre das mal ganz, ganz kurz. Also hier ist der TTFB. Das ist die Time to First Byte, also ist die Server-Reaktionszeit. Die liegt bei uns bei 100 Millisekunden. Im Schnitt auf mehrere Tests liegt die zwischen 70 Millisekunden und 150 Millisekunden, was extrem schnell ist, weil der Server eben schnell reagiert. Das ist halt ein schneller Server und dementsprechend haben wir hier eine sehr, sehr schnelle Reaktionszeit, die dann auch letztendlich dazu führt, dass der First Contentful Paint bei 400 Millisekunden liegt und bei 500 Millisekunden liegt schon der Largest Contentful Paint. Ja, darf ich mal kurz eine Frage Ja. einwerfen? Also man hat oft den Fall, dass der Time to First Byte recht hoch ist. Ja. Woran kann das dann liegen? Also der Time to First Byte ist quasi die Reaktionszeit des Servers. Das heißt, die Anfrage wird an den Server geschickt und der Server antwortet. Eine hohe TTFB kann daran liegen, dass der Server zum Beispiel sehr, sehr viele Anfragen zu beantworten hat. Also dass auf einem Server 50.000 Webseiten liegen, was ja häufig vorkommt. Dann kann der Server natürlich, muss der erstmal suchen, muss schauen und muss sich da halt dann durchwühlen und ist vielleicht durch andere Anfragen bereits blockiert und arbeitet das dann halt ab. Der zweite Grund, der da eine Rolle spielt, ist die Technik. Das heißt, es gibt natürlich Anbieter, die haben sehr, sehr preiswerte Hosting-Modelle und dann gibt es noch, die haben dann meist oftmals ab und zu, wie auch immer, sich drehende Festplatten. Also Festplatten, die noch wirklich mechanisch sich bewegen. Wir haben ja auf unseren Servern die SSD-Karten eingesetzt. Das heißt, da ist keine Mechanik mehr da drin. Kennt man eben ja auch aus dem Fotografie. Also eine SSD-Karte ist halt schnell, hat eine hohe Performance und springt halt auch, braucht keine Anlaufzeit, ne? Hat keine Anlaufzeit, also ist sofort da. Ja, genau, das sind Ja, die 2 Gründe, ne? genau. Überlastet der Ich finde Server das. und eventuell einfach noch ein alte Mechanik, wobei ich das eigentlich Genau. kaum noch Aber ich kenne. finde das eben ein sehr wichtiges Thema. Also, wenn ich Webseiten analysiere, dann gucke ich da auf alle Fälle schon am Anfang hin, weil es macht ja keinen Sinn. Deine Webseite ist schnell, die hat tolle Inhalte, ist gut programmiert und du hast aber beim Hosting gespart. Bezahlst dann eine geringe Monatsgebühr und bekommst dadurch natürlich eine geringe Leistung. Und dann ist deine ganze SEO-Arbeit und Ladezeitoptimierung zunichte gemacht. Deshalb ist das immer an der Stelle eine ganz gute Kennziffer, um zu gucken, wie funktioniert denn eigentlich mein Provider, wie funktioniert mein Hosting und dieser Server, wie leistungsstark ist der, auf dem Genau. meine Webseite liegt. Genau. Du kannst noch so viel optimieren, wenn der Server einfach lange braucht, hast du keine Chance. Ja. Na, und ich gehe jetzt hier mal in die ganz kurz in der Übersicht hier in diese Teile mit rein. Also in der Performance sieht man dann eben auch optisch sehr schön, dass hier alles grün ist und man hat hier auch noch ein kleines Fragezeichen, wo man einfach auch noch mal das Bewertungskriterium sieht, ne? Also hier ist es halt 0,9.
Sekunden oder weniger, und dann kann man sich hier auch ein bisschen durcharbeiten und einfach schauen, wo sind jetzt die Daten. Die sind hier auch nochmal ganz akkurat aufgeführt. Das ist eben dann hier, wie schnell braucht der Server und so weiter. Also das ist super interessant für den allerersten Überblick. Und wir sehen eben auch hier, dass die Webseite nach 2,2 Sekunden komplett geladen ist. Das ist für die Länge der Webseite, die wir haben, ist das absolut okay. Aber wenn ich jetzt wissen will, okay, ich bin jetzt hier meinetwegen irgendwo im roten Bereich, dann kann ich halt noch weitergehen, kann in die Struktur reingehen und bekomme hier auch noch Verbesserungsvorschläge, die jetzt hier bei uns alle auf grün sind, wo man dann wirklich sagen kann, okay, ich muss hier nochmal ran oder dort nochmal ran. Also für mich wäre halt jetzt hier nochmal an der Stelle die DOM-Size nochmal ein bisschen zu reduzieren. Ist aber jetzt, ich glaube, nice to have, aber es würde jetzt nicht mehr so zielführend sein, weil die Seite einfach schnell ist. Ganz, 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 ganz cool ist der sogenannte Wasserfall, weil hier quasi auch optisch zu sehen ist, wann was geladen wird. Ja, kann ich hier oben durchgehen und mir sagen, okay, wo ist mein HTML, wo ist mein CSS? Das muss ich dann halt immer an- und ausklicken. Und ich sehe eben auch, was ich total wichtig finde, sind die Images, also die Bilder. Und hier kann ich eben auch optisch total schnell sehen, wie groß sind die Bilder, ja, wie viele Bilder sind hier drin. Also wir haben mit 53 Kilobyte und dann ist das nächste schon nur noch bei 7 Kilobyte. Und die laden eben auch schnell. Das sieht man hier. Das ist halt alles sehr, sehr flott geladen. Und wenn ich mir dieses Image hier angucke und bereits sehen würde, da ist ein Bild mit einem Megabyte, dann lädt das halt auch lange. Ne? Da kann man das halt sehr, sehr schnell sehen. Genauso wie man dann hier die Fonts, also die Schriftarten sieht, die sind bei uns eben auch geladen. Die laufen nicht über irgendwelche außerhalb Server, sondern die sind auf dem Server halt mit drauf. Und dann kann ich das halt in diesem Waterfall sozusagen sehen. Das finde ich ziemlich cool, oder? Genau, also dieses Wasserfalldiagramm, das schaue ich mir auch immer zuerst mit an, wenn ich Webseiten analysiere, um wirklich Schwachstellen zu entdecken. Und ganz, ganz häufig sind es die Bilder. Aber das Schöne ist halt, das ist dann keine allgemeine Aussage, sondern ich bekomme auch ganz konkret, um welche Bilder es sich handelt, die Ja. halt zu groß hinterlegt sind. Wie ich schon erwähnt hatte, also wenn man ständig an der Webseite arbeitet, da schleichen sich auch in der Praxis auch einfach immer Unzulänglichkeiten ein, dass man wirklich was vergisst, ein Bild zu komprimieren oder so. Deshalb, das kann man dann eben im Nachhinein mit so einem Check dann ganz gut ermitteln, wo das eine oder andere Bild ist, was dann doch zu lange lädt und die ganze Performance dann beeinträchtigt. Genau. Und hier wollte ich auch noch mal ganz kurz drauf aufmerksam machen. Hier steht der Status. Und der 200er Status sagt eigentlich, ist alles in Ordnung. Wenn hier ein anderer Status steht, muss man halt wirklich schauen, ob da irgendwo irgendwas Totes mit dabei ist, wo man einfach noch mal nachkorrigieren muss, ne? Also das ist auch Genau. so für den schnellen Überblick. Ja, damit haben wir, glaube ich, ja, hier kann ich mir das als Video noch angucken und ich kann mir auch so ein bisschen Historie dann hier anschauen. Aber das ist, sage ich mal, Ja, dann ein also bisschen man kann spaßhaft. sich da darin vertiefen, wenn man es mag. Es ist natürlich jetzt sehr zahlenlastig und viele unserer Zuschauer werden sagen, oh Gott, dann könnt ihr uns gerne eure Webseiten schicken, dann schauen wir mal drüber und analysieren und interpretieren das. Aber wenn man sich da ein bisschen reinarbeitet, dann macht es letztendlich auch Spaß, weil man natürlich dann auch in der Hand behält, ne, seine Webseite richtig zu betreiben, also da wirklich auch wissend ist, was mit der Webseite überhaupt passiert oder mit dem Aufbau der Webseite dann beim Kunden. Ne? Muss er da lange warten auf bestimmte Bilder oder geht das flott und ist das momentan da und kann der Kunde dann auch zufrieden sein? Denn dafür machen wir ja das alles hier. Genau. Und ich finde, es ist also total wichtig, dass man einfach hier auch eine Möglichkeit hat, eine Webseite, die einem vielleicht gestaltet worden ist von einer Agentur, dass man das einfach mal selber prüfen kann. Und Problem ist ja immer in Webseiten, es ist halt wirklich sehr, sehr vielschichtig, sehr, sehr viele Faktoren wirken drauf ein.
Und mit GT-Metrix kann man wirklich sehr, sehr schnell den Überblick bekommen und kann auch mal mit einer Agentur durchaus diskutieren und sagen, Leute, da ist aber hier alles noch auf Rot, ne? Woran liegt es denn? Wo können wir verbessern? Das ist der Job. Und wenn du den Überblick nicht hast, ja, dann läuft deine Website und du weißt gar nicht, was eigentlich wirklich passiert. Also ich finde das halt schon wichtig, ne? Das ist halt so ein bisschen der TÜV, so ein Ja, Mini-TÜV, es ist ja oft auch Mini-Webseiten-TÜV. es ist oft die Diskrepanz zwischen Design und Ladezeit. Ne? Ich Klar, hatte das wissen gestern wir ja. erst wieder eine Diskussion mit einem Kunden, nicht Diskussion, wir haben uns ausgetauscht, aber der Kunde wollte seinen Revolution-Slider von WordPress behalten. Und da habe ich schon gleich gesagt, da müssen wir echt gucken, was mit den Ladezeiten ist. Ne? Das ist nicht das beste Plugin. Also es gibt auch andere Lösungen, will ich sagen, um da schöne optische, ja, Darstellung auf der Webseite zu bekommen. Genau. Ja, cool. Das ist GT-Matrix. Aber wir haben ja gesagt, wir haben vier und jetzt haben wir erstmal drei noch gezeigt. Deshalb gehe ich jetzt Genau. hier nochmal rüber und ich zeige noch ein Programm, was ich persönlich auch wirklich ganz gerne mal so zwischendurch nutze. Und zwar ist das der Bulk Page Speed Test. Und zwar ist der von experte.de Page Speed. Ich habe das jetzt hier schon einmal als fertigen Screenshot. Ich zeige gleich nochmal den Hauptansatz. Ich schiebe uns jetzt mal einfach. Kann ich uns jetzt hier rüberschieben? Das ist natürlich interessant. Ah, funktioniert. Oh, ich fliege. Ja, Wahnsinn, ne? Flieg mir nicht weg. So, und zwar habe ich jetzt hier Page Speed gemacht und habe auf ein bestimmtes Keyword die Analyse laufen lassen. Und habe gesagt, okay, wo stehen die Leute, die halt in Google quasi dort auf Platz 1 bis Platz X sind? Und das Keyword war, glaube ich, Suchmaschinenplatzierung. Und dann sehe ich halt, der Erste, der hier oben steht, also auf Platz 1, der hat eben einen Score von 76. Und hier ist auch wieder TTFB, also Time to First Byte, ist hier aufgeführt und die ganzen anderen Ladekriterien sind hier eben auch zu sehen. So, und wenn man jetzt rangeht und sagt, okay, wo steht der Zweite? Der hat hier eine 97 zu stehen, ja, und hat eben auch einen sehr schnellen Server. Ja, und dann kann man eben einschätzen, ob man eine Chance hat, ob man gut innerhalb des Wettbewerbsumfelds für eine bestimmte Position dasteht. Und wir stehen hier als Alsa Digital auf Platz 6 oder 7. Und sind im Wettbewerbsumfeld mit einer 90 eigentlich so, dass wir uns da weder verstecken müssen, noch irgendwo was dramatisch jetzt reagieren müssen. Und eben bei dem Wort dann letztendlich vielleicht noch ein bisschen Inhalt mit reinpacken, um noch weiter nach vorne zu kommen, ne? Also auch dieses Kriterium von Google, also die ganze Thematik Page Speed, ist eben auch nicht absolut zu betrachten, ne? Also hier oben steht einer mit 76 Score. Aber vielleicht ist der Inhalt wesentlich besser strukturiert oder hat mehr geschrieben, hat Videos eingebunden, Audio, Bilder. Das kann man jetzt weiter analysieren. Aber vom rein technischen ist er jetzt nicht überragend, ne, der Server. Genau, Das. das ist echt interessant, nochmal so diesen allgemeinen Überblick zu sehen, ne? Dass eben nur Ladezeit macht halt noch kein SEO, ne? Genau. Oder kein Ranking bei Google. Dass das wirklich ein Mix ist, ja. Genau. Und Aber sehr spannend, ja. ja. Und ich bin jetzt noch mal einfach auf experte.de Page Speed. Und so sieht die Oberfläche aus. Also man kann jetzt hier eine URL eingeben oder eine URL-Liste oder eben, wie gesagt, das Keyword und bekommt dann quasi alle Crawls, die man eben bei Page Speed Insight auf eine einzige URL nur machen kann, bekommt man dann hier direkt mit sozusagen mit rein. Ich lasse das einmal eben nur anlaufen, weil das dauert halt relativ lange. Nur damit man einmal das gesehen hat, wenn ich jetzt den Test starte, nimmt er jetzt die erste Seite und geht dann hier Seite für Seite durch. Ja, also hat unsere Seiten sozusagen abgecrawlt, läuft die durch und hat dann hinterher hier den Score und zu jeder einzelnen Seite. Und das ist natürlich super bequem. Ich breche das aber jetzt hier nochmal ab, weil das einfach echt lange dauert. Ja, aber das ist echt ein super Tool, damit man nicht die Seiten einzeln analysieren muss, Genau, ne?
Genau. Aber auch da wiederum, man muss eben, also hier auch Mobile und Desktop, man muss das einstellen und man muss eben auch ein bisschen die Zeit mitbringen und das dauert. Aber du brauchst eben, wie gesagt, du hast gleich den kompletten Überblick. Läuft dein Server, läuft der auf einer bestimmten Seite irgendwie, ist da irgendwo ein Abbruch? Und deshalb mag ich dieses Tool tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Ja, das ist auch frei verfügbar. Das gibt dann hier drei Modis. Also das ist total easy. Also easy Ja. peasy, wie man so schön sagt. Ne? Ja, Und na sehr schön. Und die URLs, die Links zu diesen Tools packen wir ja dann in die Short Notes oder Kommentare. genau, absolut, absolut. Ne? Ja, also das war jetzt die kurze Einführung und Ausführung zu den Tools für den allgemeinen Check. Ich denke, das gibt einfach so einen schnellen Überblick, wo deine Seite steht, wie deine Seite steht. Und wie du ja schon vorhin gesagt hast, liebe Simone, wenn du jetzt einen Test machst und sagst so, boah, das ist alles rot, komm zu uns, sprich uns einfach an. Wir können da auch im Detail die Sachen analysieren. Wir wissen auch, wo die Punkte sind, die wichtig sind. Und dann gehen wir gerne mal ins Detail und schauen uns das Ganze an. Das ist einfach wichtig, wenn du eine Webseite hast, die auch irgendwo bei Google oben ranken soll und die gefunden werden soll. Sehr schön. Ja, damit sind wir durch für den heutigen Freitag Ja, mit unserem fast. Thema. Genau, mit dem Thema sind wir durch. Aber ich möchte noch anteasern, was wir nächste Woche machen. Bevor ich den Teaser hier gebe, sage ich allen, die uns auf YouTube sehen, abonniert den Kanal, weil es bleibt bei uns spannend. Setzt den Daumen hoch und wir freuen uns auch auf Kommentare, sowohl bei Facebook als auch bei YouTube. So, das nächste Thema, was wir nächste Woche machen, wird nämlich der Teil 2 sein zu dem heutigen. Und zwar werden wir uns nächste Woche anschauen, ein paar Tools für ein paar Analysen. Ich weiß, jetzt sagt der eine oder andere so, Analyse, so, da bin ich nicht mehr da. Aber auch das ist super spannend, weil wir gehen jetzt auch nicht in so zahlenlastige Sachen, sondern es wird einfach spannend, weil wir wollen diese Tools zeigen, was einfach möglich ist, was so in diesem ganzen Thema Suchmaschinenoptimierung einfach machbar ist. Und deshalb wird es beim nächsten Mal Tools für die Analyse geben. Also da gucken wir mal rein. Richtig. Da hoffe ich, dass ihr wieder dabei seid nächsten Freitag um 10 Uhr zum Live. Und so bleibt mir nur noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen und einen guten Start in die neue Woche. Genau, das wünsche ich auch und ich freue mich auf nächste Woche Freitag. Bleibt gesund und ich sage Tschüss für heute. Tschüss.